Aufgrund der Tatsache meiner langen Betriebszugehörigkeit und permanenten Iterationsstufen immer wieder die Verbesserung der einzelnen Teile liegt es mir natürlich sehr stark am Herzen, immer weiter zu optimieren, neue Fertigungsverfahren einzusetzen, um die Effizienz deutlich zu steigern. Ich bin Michael Schneider, seit 1984 hier im Unternehmen und verantworte die Produktion. Die Herausforderungen bei der Produktion des PGN Plus P sind zum einen die Vielzahnführung und zum anderen der Diamantkolben. Wir hatten sehr viele Versuche, Grundlagenversuche gemacht, um die Qualität dieser Vielzahnführung zu erreichen. Das war ein sehr, sehr steiniger Weg, bis der Prozess richtig stand. Aber mittlerweile sind wir wirklich sehr gut aufgestellt und haben die Vielzahnführung prozesssicher im Griff. PGN Plus P ist unsere Kernkompetenz, ein sehr, sehr wichtiges Produkt. Und dementsprechend haben wir alle Fertigungsschritte hier bei uns im Haus. Die Herausforderungen bei der Fertigung des PGN Plus P, zum einen das Gehäuse, wo wir viele Iterationsstufen letztendlich benötigt haben, um diese komplexe Sache zu fertigen. Und jedes einzelne Gehäuse wird vermessen und die Grundbacken werden individuell auf jedes einzelne Gehäuse eingeschliffen. Die Herstellung der einzelnen Komponenten erfolgt in der Regel in einer Komplettbearbeitung. Und jeder Komplettbearbeitung nachgeschaltet ist ein Qualitätsprozess. Das heißt, diese Teile werden vermessen, zum Teil mit Handmessmitteln oder auf Messmaschinen. Wir hier in der Fertigung bei Schunk haben die Möglichkeit, auf die neueste Technologie zurückzugreifen, um immer ein optimales Fertigungsverfahren zu haben, um unsere Teile für unsere Kunden in bester Qualität zu fertigen. Letztendlich ist unser Ziel mit dem PGN Plus P, die Marktposition unserer Kunden zu stärken. Und dementsprechend tun wir alles dafür, damit der Kunde mit unseren Produkten sehr zufrieden ist.